ruhig, alter Junge. Hier ist es gefährlich. Das liegt sicher an der Hitze, Kemosabe. Wie lange suchen wir schon? 2 Wochen? 3 Wochen? Wir haben nichts gefunden. Aber die Männer sind in dieser Gegend verschwunden, ohne eine Spur zu hinterlassen. Und egal, wie lange es dauert, wir müssen sie unbedingt aufspüren. Vor langer, langer Zeit hörte ich die Geschichte von dem Spanier Coronado. Der suchte hier in der Gegend von New Mexico nach Gold. Wenn er klug gewesen ist, hat er im Winter gesucht. Das kann schon sein, Tonto, aber ich hoffe doch, dass unsere Suche erfolgreicher sein wird und wir nicht mit leeren Händen nach Hause kommen wie dieser Coronado. Das hoffe ich auch, aber es wird höchste Zeit, dass wir etwas finden. Wenn nicht, müssen wir uns frisches Wasser und Proviant holen und dann hier weitersuchen. Das ist genau das, was ich befürchtet habe. Was soll das? Das ist eine Falle! Tonto, nimm das Messer, schnell! Ich komme nicht ran. Meine Hand ist eingeschnürt. So ist es. Das brauchst du nicht mehr. Sag mal, Mace, sind das nicht die beiden Männer, die hier überall rumschnüffeln? Ja, das könnten sie sein. Es sieht so aus, als ob wir uns diesmal eine Belohnung verdient haben, meinst du nicht, Carlo? Wer seid ihr zwei? Hier stellen wir die Fragen, Mister. Jetzt werdet ihr erstmal mitkommen. Carlo, gib mir die Fußfesseln. Ich habe das Gefühl, dass unsere Suche zu Ende ist. Oh ja. Wir haben Pech gehabt, Kemosabe. Aber ich denke, wir geben nicht auf. Mein Name ist Borga. Seid willkommen in unserer überaus bescheidenen Unterkunft. Frische Arbeitskräfte können wir immer gebrauchen. Ich sehe, dass du eine Maske trägst. Anscheinend musst du dich vor jemandem verstecken. Dieses Versteck hier ist sicher genug. Bei deiner überaus freundlichen Art muss man sich ja gleich wie zu Hause fühlen. Aber erklär mir eins, warum müssen diese Männer hier wie Strafgefangene im Dreck rumwühlen? Das geht dich überhaupt nichts an. Ich glaube, dass uns das durchaus etwas angeht. Halt die Klappe, ab morgen früh arbeitet ihr alle zusammen. Ich möchte wissen, wie viele bisher von hier geflohen sind. Glaub mir, aus diesem Lager hier gibt es für niemanden ein Entkommen. Wie lange bist du schon hier? Das weiß ich nicht mehr so genau. 1 Jahr vielleicht oder 2. Denn ich rede dieser Porga von den 7 Städten, die aus purem Gold sein sollen. Und immer wieder von einem Spanier, einem von diesen furchtbaren Konquistadoren. Sicher Coronado. Ja, so nennt man ihn. Und dann redet er immer davon, dass der etwas gesucht hat vor langer, langer Zeit. Aber er hat nichts gefunden. Und sein Traum vom Reichtum ist ein Traum geblieben. Das musst du Borga erzählen. Das hat noch Zeit. Richtig, Tonto? Hey, du da! Wenn das Wasser alle ist, muss der, der als letzter getrunken hat, losmarschieren und für alle ihr Neues holen. Was ist das? Nichts Besonderes. Es ist nur altes, zerbrochenes Geschirr. Also ist es nichts Besonderes. Es tut mir leid, aber es ist leider nicht aus Gold. Mir scheint, du weißt, wonach ich hier suche.
Ich sage dir, noch ein paar Meter tiefer und wir werden auf Straßen stoßen, die mit Gold gepflastert sind. Sind Sie da absolut sicher? Natürlich. Ich bin ein direkter Nachfahre des großen Francisco Vázquez de Coronado. Der hat auch nichts weiter gefunden als alte indianische Dörfer. Genau wie ihr hier. Sei still! Du weißt ja nicht, wovon du redest. Hier gibt es Gold, da bin ich sicher. Hayes, geh mit ihnen frisches Wasser holen. Ein kleiner Spaziergang durch die Wüste wird ihn wieder zur Vernunft bringen. Das mache ich doch sehr gern, Mr. Borger. Heb den Eimer auf und beweg dich. Es ist höchstens eine halbe Meile oder so. Die heiße Sonne brennt euch auf den Kopf und der Sand fegt in euer Gesicht. Weißt du, bei so einem Marsch durch die Wüste kann viel geschehen. Habt ihr nicht gehört? Kommt jetzt! Atme vorsichtig, Tonto, sonst schluckst du zu viel Sand. Mir macht der Sandsturm nichts aus. Wir sollten besser zurückgehen. Dieser Sandsturm wird immer stärker. Das ist mir egal. Warum starrst du mich so an? Sieh dir mal dein Gewehr an. Der Sand hat den Lauf verstopft. Verdammt, du hast recht. Ich muss es reinigen. Ja, das wird das Beste sein. Und in der Zwischenzeit... Verschwinden wir von hier. Na komm mit, Tonto. Ich komme, Kemosabe. Halt, bleibt stehen! Wenn ihr flüchtet, wird euch Borger mit einer ganzen Armee verfolgen! Sie sind tatsächlich geflüchtet, aber sie werden nicht weit kommen. In welche Richtung sollen wir weiterlaufen? Wir müssen nach Norden, zu der Eisenbahnlinie. Aber das sind über 20 Meilen. Der Sturm ist vorbei. Aber wir sind nicht sehr weit gekommen, Kemosabe. Ja, und Borger hat genug Pferde. Sogar unsere eigenen. Ich hoffe, er reitet auf ihn. Es ist mit den beiden immer noch nicht zurück. Sie werden noch nicht versuchen zu... Sie sind entkommen! Hört ihr mich? Sie sind entflohen! Hab ich richtig gehört? Sie sind geflohen? Und warum hast du nicht geschossen, hä? Mein Gewehr war unbrauchbar, mit Sand verstopft. Sie sind einfach weggegangen. Ich sollte dich auspeitschen lassen. Ruf alle Männer zusammen. Beeil dich! Wenn sie noch am Leben sind, werden wir sie finden. Wenn wir zurückkommen, dann werdet ihr sehen, was mit Männern geschieht, die versuchen zu fliehen. Sie sind in diese Richtung gegangen. Dieser maskierte Mann ist doch kein Narr. Er würde nach Norden gehen und nicht nach Westen. Zur Eisenbahnlinie? Genau, zur Eisenbahnlinie. Eine Staubwolke. Kommt Borger. Er ist unseren Fußspuren gefolgt. Genau wie wir es wollten. Vielleicht sollten wir sie noch etwas deutlicher machen. Das sind ihre Spuren. Den brauchen wir nur noch zu folgen. Chef, jetzt sitzen sie endgültig in der Falle. Um ganz sicher zu gehen, dass die beiden uns nicht in einen Hinterhalt locken, wirst du erstmal alleine da hochreiten, Mace. Wer, ich? Ich denke gar nicht daran, ich bin doch nicht lebensmüde. Sei froh, dass du nicht ausgepeitscht worden bist. Es ist deine Schuld, dass sie entkommen sind. Hier ist weit und breit kein Mensch. Da oben ist nichts, keine Fußspuren. Bist du wirklich ganz sicher? Ich bin doch nicht blind, Mr. Borger. Wahrscheinlich sind sie in ihren eigenen Fußspuren zurückgegangen. Das ist ein alter Indianertrick.
Ich schlage vor, wir reiten Richtung Norden. Das machen wir. Der maskierte Mann ist vielleicht schlau, aber für uns nicht schlau genug. Das war sehr knapp, Kemosabe. Und was wir jetzt dringend brauchen, ist Wasser. Sie sind irgendwo da draußen ohne Lebensmittel und ohne Wasser. Vielleicht sehen sie unser Feuer und wir warten einfach ab. Sie werden ganz sicher hierher kommen. Wer übernimmt die erste Wache? Das wirst du sein. Ich rate dir, gut aufzupassen. Seid ruhig, ihr Gäule. Ach, das ist doch nur ein Kojote, der da einsam vor sich hin heult. Was ist los, Mace? Nichts Besonderes, alles ruhig. Das kann doch nicht wahr sein! Du Idiot! Hast das Pferd des Maskierten entkommen lassen, aller Mann! Aufwachen! Auf die Pferde, aber schnell! Wir müssen die Burschen fangen! Das hast du gut gemacht, alter Junge, und jetzt lauf! Hi-yo, Silver! Hinterher! Hey, wartet, und was ist mit mir? Geh zu Fuß! Die Hitze wird immer schlimmer, Kemosabe. Ich kann meinen Augen schon nicht mehr trauen. Sieh mal da drüben. Das sieht aus wie ein Ofenrohr. Und wo ein Ofenrohr ist, da ist auch ein Ofen nicht weit. Wer braucht denn in dieser Gluthitze einen Ofen? Vorwärts, Silver, lauf! Wer mag hier wohl gelebt haben? Vielleicht war es ein Versorgungsdepot. Deswegen liegen auch die Gleise dort. Ah, das ist Benzin. Einen Augenblick lang dachte ich... Dass es Wasser ist? Das hatte ich auch gehofft. Komm, lass uns weitergehen. Nichts zu sehen. Wir hätten ihn gleich gestern Nacht hinterher reiten sollen. Noch treffe ich hier die Entscheidungen. Weit können sie nicht sein. Ihr reitet nach Osten. Solltet ihr eine Spur von den Flüchtlingen sehen, schießt zweimal. Wir reiten nach Westen. Na los, macht schon, beeilt euch! Lass mich helfen. Ich hab's ja gleich geschafft. Vielleicht noch ein oder zweimal. Du weißt, dass du mein Freund bist, Kemosabe. Aber ich bin dennoch froh, wenn wir nicht mehr aneinander gekettet sind. Ja, das ist Schwefel. Schwefel? Das bringt mich auf eine Idee. Versuch mal, ob du ein paar Rohre aus diesem Kessel rausbekommst. Und such ein paar Feuersteine, solange ich weg bin. Wohin willst du? Tonto, Borga kann nicht mehr weit sein und ich will Hilfe holen, damit wir dann die Gefangenen aus Borgas Lager befreien können. Was will er mit Rohren und Feuersteinen? Oh, Silver! Zurück, alter Junge, und jetzt zieh! Okay, vorwärts, Leute, beeilt euch! Unsere Abteilung muss in 2 Tagen in Fort Wayne sein! Los, auf da! Beeilt euch! Major! Major Stanton, einen Augenblick! Eine Nachricht vom Lone Ranger. Er steckt in Schwierigkeiten und bittet um Hilfe. Diese alte Station? Hoffentlich kommen wir rechtzeitig. Thank you.
Tonto! Tonto! Wo steckst du? In den Kessel, Kemosabe! Fehlt vielleicht noch irgendetwas? Nein. Nein, danke. Ich glaube nicht, Tonto. Wir müssen uns beeilen, falls Borger uns findet, bevor Major Stanton uns zur Hilfe kommt. Die Feuersteine, die du wolltest, habe ich gefunden. Was ist das? Da kommt ein Zug. Wir müssen Borger warnen. Tonto, komm mal her. Ich gieße Benzin darüber. Jetzt brauche ich einen langen Stock und ein kleines Feuer. Das ist nicht schwer. Ich mache Feuer mit den Feuersteinen. Was ist das da hinten? Sieht aus wie eine alte Station. Aber bei der Hitze kann man sich sehr leicht täuschen. Sehr gut. Jetzt löscht das Feuer wieder. Der Rauch könnte uns verraten. Ist ja gut, Silver. Da hinten kommt jemand. Wenn das Borger ist, dann halte dich bereit. Es ist Borger. Da brennt was. Glaubst du, dass das die beiden sind? Das werden wir gleich herausfinden. Was ist das? Kanonen? Die sind uns überlegen. Lass uns verschwinden. Bleib hier. Das ist nur ein Trick. Oh. Alles bereithalten zum Angriff! Kommt sofort zurück! Es gibt dort jede Menge Gold, genug für uns alle! Kommt sofort zurück! Was du willst, ich mache dich zu einem reichen Mann. Kein Interesse. Es ist meine Pflicht, dich gefangen zu nehmen, Borger. Und glaub mir, Borger, alles Gold dieser Welt kann dir jetzt nicht mehr helfen. Wir sind Ihnen zu Dank verpflichtet, denn Sie haben das Leben vieler Männer gerettet und den Untaten Borgers ein Ende gemacht. Gott segne euch beide. Wenn ihr nicht gekommen wärt und uns da rausgeholt hättet, wären wir elend zugrunde gegangen. Wir haben nur gezeigt, dass das, was Coronado vor 200 Jahren zu wissen glaubte, nichts weiter war als ein Traum. Sie sollten sich jetzt besser verabschieden, Major. Ihr Zug ist zur Abfahrt bereit. Denn sonst haben sie einen langen Fußmarsch vor sich. Wer ist dieser maskierte Mann? Die Leute kennen ihn als den Lone Ranger. Und ich wünschte, ich hätte eine Armee von solchen Männern. Hi-yo, Silver! In Amerika wurde schon immer von vielen Menschen nach Goldschätzen gesucht. Im 16. Jahrhundert raubten unzählige Piraten die spanischen Schiffe aus. In den meisten Fällen vergruben sie ihre Beute an Land. Nach diesen Schätzen suchte man genauso wie nach dem sagenhaften Eldorado, einer Stadt aus purem Gold. Auch Coronado suchte nach dieser Stadt. Er hat sie nie gefunden und auch kein anderer Mensch nach ihm. Hi-yo, Silver!